Business Development in der Praxis. Das ist das Thema, mit dem ich mich nun schon seit vielen Jahren meiner Berufstätigkeit beschäftige. Zunächst als Verantwortlicher für Business Development in einem bedeutenden Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnik und aktuell als Managementberater auf dem Gebiet des strategischen Marketings. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Winfried Kämpfle und ich bin, wie erwähnt, selbstständiger Berater, Trainer und Coach im Bereich strategisches Management und Projektmanagement. Zuvor habe ich etwa 10 Jahre lang ein globales Team für Business Development bei einem der größten deutschen Industriekonzerne geleitet und war dort unter anderem für Geschäftsplanung, Strategieentwicklung sowie für Markt- und Konkurrenzanalysen zuständig. Im nachfolgenden Beitrag möchte ich gerne einige meiner Erfahrungen, die ich im Rahmen dieser Business Development-Tätigkeit gesammelt habe, an Sie weitergeben und dabei auch einige Thesen erörtern, die aus meiner Sicht zum Verständnis dieser wichtigen unternehmerischen Funktion bedeutsam sind. Ich hoffe, Sie finden die Inhalte nützlich und hilfreich und können sie in Ihrem eigenen Umfeld gewinnbringend anwenden. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß und gute Anregungen bei meinen Ausführungen. Zu Beginn möchte ich mich gerne mit der Frage beschäftigen, was Business Development denn überhaupt ist und welche Bedeutung Business Development in der Praxis für Unternehmen besitzt. Verschiedene Studien und Umfragen, zum Beispiel der Universität Hohenheim, belegen, dass die Funktion des Business Development Managers zunehmend an Bedeutung gewinnt. Es wird also als Zukunftsthema in vielen Unternehmen gesehen. Gleichwohl wird die These aufgestellt, dass noch nicht alle Potenziale genutzt werden, die ein systematisches Business Development bietet. Deswegen liegen zwei Fragen nahe. Erstens, was versteht man unter systematischem Business Development? Und zweitens, was sind denn wohl die Hintergründe, weshalb Business Development zunehmend an Bedeutung gewinnt? Zunächst also zu den Gründen für die zunehmende Bedeutung. Da ist zum einen zu nennen, dass natürlich alle Unternehmen darauf bedacht sind, ihre Wettbewerbsfähigkeit möglichst langfristig zu sichern. In einem Umfeld, das zunehmend von Konkurrenzdruck, Globalisierung usw. gekennzeichnet ist, spielt diese Frage, wie die Wettbewerbsfähigkeit langfristig gesichert werden kann, natürlich eine zentrale Rolle. Und dies ist im Kern auch der Gegenstand, mit dem sich Business Development beschäftigt, nämlich die Entwicklung von Unternehmen, die Weiterentwicklung, die Zukunftsfestigkeit der Unternehmen zu sichern. In diesem Kontext ist von zentraler Bedeutung, neue Wachstums- und Absatzpotenziale zu suchen, was speziell dann von großer Bedeutung ist, wenn es sich um gesättigte Märkte handelt. Die Märkte generell sind immer wieder durch Wandel gekennzeichnet, vor allen Dingen durch Innovationen, neue Technologien kommen auf, Globalisierung ist ein schon lange zu beobachtender Trend, manchmal konvergieren Branchen, wie es zum Beispiel in der Informations- und Kommunikationstechnologie der Fall ist, individuelle Kundenanforderungen und vor allen Dingen auch veränderte rechtliche Rahmenbedingungen, wie bei der Energietechnik zu sehen, spielen ebenfalls eine große Rolle. Deswegen braucht es Vorgehensweisen, die sich mit diesem Wandel der Märkte befassen und in diesem Kontext eben auch nach Wachstums-, nach Absatzpotenzialen suchen, um die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern. Zusammen mit dem Wandel der Märkte muss man feststellen, dass das strategische Management, das sich ja gerade damit befasst, wie Strategien entwickelt und realisiert werden und strategische Ziele erreicht werden können, dass dieses strategische Management komplexer geworden ist im Laufe der Zeit. Das Ziel der Verbesserung der strategischen Schlagkraft muss mit mehr Anstrengung verfolgt werden, als es in der Vergangenheit bei einfacheren Kontextbedingungen und Umfeldgegebenheiten der Fall war. Und auch erfolgreiche Geschäftsmodelle werden künftig immer mehr hinterfragt, weil nichts von Dauer ist. Selbst Geschäftsmodelle, die über die Zeit sehr erfolgreich waren, können durch diese veränderten Randbedingungen natürlich in ihrer Effizienz beeinträchtigt werden. Ziel ist also auch hier, zukünftige Marktaktivitäten neu zu gestalten. Gibt es denn auch Indikatoren, die diese zunehmende Bedeutung aufzeigen? Da sind auch eine ganze Reihe von
von Merkmalen zu erkennen, die diesen Trend belegen. Zum einen investieren Firmen immer mehr in Business Development. Das heißt, nicht nur Finanzmittel, vor allen Dingen personelle Ressourcen werden aufgestockt in Business Development Abteilungen. Man sieht es an der Zahl der Stellenanzeigen für Business Development Manager, die im Laufe der letzten Jahre gravierend zugenommen haben, sowohl in Printmedien als auch in Online-Stellenbörsen. Die Existenz von Business Development Abteilungen oder zumindest von Funktionen, selbst wenn das nicht als Abteilung explizit ausgewiesen wird, aber zumindest von Business Development Funktionen in Unternehmen nimmt zu, was natürlich einhergeht mit den Stellenanzeigen und der Besetzung der ausgeschriebenen Positionen. Auch ein Merkmal ist, dass die Zahl der hauptamtlich tätigen Business Development Manager zunimmt, also von Personen in Unternehmen, die dediziert diese Aufgabe, diesen Verantwortungsbereich wahrnehmen, nicht im Nebenjob, so nebenher etwas Geschäftsentwicklung oder Strategiearbeit leisten, sondern hauptamtlich für Geschäftsentwicklung, für Business Development zuständig sind. Auch ein wichtiger Hinweis für die Bedeutung ist, dass eben diese Funktionen, Aufgaben, Stellen und Abteilungen für Business Development in der Regel direkt an der Geschäftsführung angesiedelt sind. Als Direct Report für die Geschäftsführung stehen sie also direkt in der Berichtspflicht an Geschäftsleitung und Vorstände. Stelleninhaber für Business Development können diese Positionen auch häufig als Karrieresprungbrett nutzen, um in höhere Managementfunktionen aufzusteigen, was natürlich auch sehr eng mit dieser Tatsache des Direct Reports der Geschäftsführung zusammenhängt. Business Development Manager können in vielen Fällen nach einigen Jahren der Tätigkeit als Business Development Verantwortliche in Führungspositionen, speziell in Vertrieb und Marketing oder auch direkt in der Geschäftsführung aufsteigen. Und auch nicht ganz unwesentlich, je mehr solcher Stellen mit Business Development Managern besetzt werden, umso wichtiger ist ein gewisser Grad der Normierung, nicht nur für die Aufgabenstellenbeschreibung, sondern auch für die Ausbildung. Deswegen kommt zunehmend auch die Forderung nach einer standardisierten Ausbildung zum Business Development Manager auf, sodass hier einheitliche Standards als Basis für die Qualifizierung herangezogen werden können. Zusammenfassend kann man also feststellen, Business Development ist derzeit die neue wichtige Aufgabe für das Top-Management in Unternehmen, um die Zukunftsfähigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen langfristig zu sichern. Betrachtet man jedoch Stellenausschreibungen und Jobprofile für Business Development Manager etwas genauer, so erkennt man recht schnell, dass für die Funktion Business Development keinerlei einheitliche Definitionen existieren. Dennoch lassen sich einige grundsätzliche und gemeinsame Merkmale in Stellenausschreibungen und Jobprofilen für Business Development Manager finden. Da wäre zum einen das genannt wird, dass es sich hierbei um eine wichtige und in der Bedeutung zunehmende Schnittstellenfunktion handelt. Die zunehmende Bedeutung habe ich bereits erklärt. Schnittstellenfunktion bedeutet, dass der Business Development Manager im Prinzip eine Klammerfunktion innehat, die dazu dient, die unterschiedlichen unternehmerischen Funktionen zusammenzubringen, zu koordinieren und zu einer gemeinsamen Anstrengung im Sinne der Zielsetzung zu bringen, das Unternehmen weiterzuentwickeln und gut am Markt zu positionieren. Zum Zweiten kann der Business Development Manager quasi als Produktmanager für das gesamte Unternehmen bzw. eine Unternehmenseinheit, also zum Beispiel eine Business Unit, interpretiert werden. So wie ein Produktmanager für alle Belange eines Produktes zuständig ist, von der Produktdefinition über die Koordination der Entwicklungsaktivitäten bis hin zur Markteinführung und zur Koordination der Vermarktungsaktivitäten bis letztlich natürlich auch hin zum Ausphasen des Produkts. So ist ein Business Development Manager für alle Belange, was das gesamte Unternehmen oder die Unternehmenseinheit anbelangt, zuständig und muss sich um alles kümmern, was für die weitere Entwicklung und für das Wachstum dieser Unternehmenseinheit
dienliches. Der dritte Punkt ist, dass in der Praxis Business Development eine starke Verknüpfung zur Unternehmensstrategie und zu marktbezogenen Funktionen hat. Das sind Themen, die immer erwähnt werden. Der Business Development Manager muss strategisch denken, muss im Sinne der Unternehmensstrategie tätig sein und ein starkes Gewicht liegt ständig auf marktbezogenen Funktionen, um die Gewinnung von Marktanteilen, neue Anwendungen oder neue Kundensegmente. Entsprechend der zunehmenden Bedeutung des Themas Business Development stellt sich jetzt natürlich die Frage, was Business Development denn überhaupt ist, wie dieser Begriff eigentlich zu definieren ist und was alles an Inhalten dazugehört. Dazu kann man zunächst einmal ganz einfach von der wörtlichen Übersetzung ausgehen, dass Business Development Geschäftsentwicklung oder auch etwas modifiziert Geschäftsfeldentwicklung ist. In etwas weiterer Betrachtungsweise wird das gesamte Unternehmen damit gemeint, also geht es hier um Unternehmensentwicklung. Das hängt natürlich mit dem Aspekt zusammen, der vorher schon erwähnt worden ist, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gesichert werden soll durch entsprechende Strategien und durch entsprechende Weiterentwicklung und Anpassung an sich veränderte Umfeldbedingungen. Aber die Frage ist natürlich, deswegen die Fragezeichen, was beinhaltet Business Development im Einzelnen alles? Dazu kann man sich einige Definitionen anschauen, mal begonnen bei Wikipedia, wo eben genau dieses Thema der Weiterentwicklung einer wirtschaftlich ausgerichteten Organisation erwähnt wird und auch einige Techniken genannt werden, die ihr dazugehören, wie die Bewertung von Marketingchancen und Absatzmärkten, Geschäftsanalyse von Kunden und Wettbewerbern, Anbahnung zukünftiger Geschäfte, Verfassen von Geschäftsplänen oder das Entwerfen konkreter Geschäftsmodelle. Auch weitere Definitionen und ich will hier nur einige ganz kurz einblenden. Hier in der Zeitschrift Semica betonen diese Aspekte, neue Geschäftsfelder und Produkte zu erschließen. Oder in einem Beitrag auf der Plattform Business Wissen, auch hier systematische Weiterentwicklung bestehender Erschließung neuer Geschäftsfelder. Auch die Bundesagentur für Arbeit liefert eine Definition, die analog in diese Richtung geht. Oder auch die Universität Hohenheim, von der die zu Beginn angesprochene Studie stammt. Als Hauptaufgaben werden zumeist also die Suche nach neuen Wachstumspotenzialen und die systematische Weiterentwicklung bestehender Geschäftsfelder genannt, sowie die Erschließung neuer Marktsegmente und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Ich will eine Definition hier nochmal herausgreifen, die stellvertretend für alle anderen diese wichtigsten Punkte auch nochmal aufgreift und zusammenfasst. Wichtig ist, dabei geht es im Kern bei Business Development also um das Erkennen von Markttrends, die Identifikation von Markt- und Marketingchancen, die Analyse von Kunden und Wettbewerbern sowie das Entwerfen konkreter Geschäftsmodelle und Umsetzungsstrategien. All diese Punkte sind sehr wichtig und im Sinne der geforderten Normierung und Standardisierung sowohl von Begriffen als auch Qualifizierungsmodellen für Business Development werde ich anschließend auch nochmal darauf zurückkommen. Aus dem bisher Gesagten ist ersichtlich, dass Business Development in der Praxis keine neue Bezeichnung für etablierte Bereiche wie etwa Marketing oder Strategie oder Innovationsmanagement ist, sondern eine grundsätzlich neue Funktion mit einer Kombination verschiedener Teilaufgaben aus bisherigen Bereichen, die also Aufgaben aus beispielsweise den genannten Funktionen Marketing, aber auch Vertrieb oder Strategie, Innovationsmanagement und so weiter miteinander verbindet. Was bedeutet dies nun aber für die Kompetenzen, die ein Business Development Manager mitbringen sollte und im nächsten Schritt auch für die Forderung nach einer entsprechenden Qualifizierung und Ausbildung? Die Aussage, dass beispielsweise langjährige Erfahrung gepaart mit Projektmanagementfähigkeiten sowie Marketing- und Vertriebs-Know-how zu den Kernkompetenzen des Business Development Managers zählen, ist angesichts der beschriebenen oder kurz skizzierten Aufgaben sicherlich richtig, aber deckt das wirklich alle Kompetenzen, alle Felder ab? Im Prinzip ist auf jeden Fall eine Mischung
aus Kompetenzen aus verschiedenen Feldern von Bedeutung. Das fängt an im Bereich der Kreativität, weil, wie gesagt, Ideenfindung, Ideen für neue Märkte, neue Geschäftsmodelle, neue Produkte, neue Ansätze der Unternehmensentwicklung von Bedeutung sind. Dies ist nur mit entsprechender Kreativität und auch Kompetenz für Methoden, diese Kreativität zu finden und zum Tragen zu bringen, zu machen. Wichtig in dem Zusammenhang sind auch interne und externe Netzwerke, ein Geflecht von Personen, mit denen der Business Development Manager in Kontakt ist, im Austausch ist, die er koordinieren kann, die unterschiedliche Sichten, Erfahrungen und Potenziale einbringen, ist sicherlich von großer Bedeutung in diesem Zusammenhang. Der Bereich Umsetzung ist sehr wichtig. Die Ideen sollen nicht nur gefunden, sondern natürlich auch in die Tat umgesetzt werden. Hier spielt das Thema Projektmanagement die entscheidende Rolle, wie es auch oben in dieser Aussage des Professors Beckers angesprochen ist. Entwicklungs-Know-how sowie Marketing- und Vertriebskompetenzen, weil vor allen Dingen ja die marktorientierten Funktionen sehr entscheidend sind, kommt hinzu. Und letztlich gewisse Führungskompetenzen, also der Bereich Leadership, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass der Business Development Manager unterschiedliche Abteilungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und sicherlich auch Interessen zusammenbringen muss, oftmals aber keine disziplinarische Weisungsbefugnis über diese Mitarbeiter hat, sie aber trotzdem zum Mitarbeiten, zum Mittragen der Vorgehensweise bringen soll, ist hier sehr wichtig. Das erfordert Kommunikationsgeschick und Kooperationsbereitschaft. Das differenzierte Rollenverständnis des Business Development Managers erfordert also eine hohe Interdisziplinarität und umfangreiche Erfahrungen sowie also eine profunde Qualifikation. Analog zur fehlenden Begriffsdefinition, also zur fehlenden einheitlichen Definition des Begriffs, gibt es jedoch auch noch keine standardisierte Ausbildung zum Business Development Manager. Und es gibt, schaut man sich auf dem Seminarmarkt um, kaum auf Business Development spezialisierte Trainingsangebote. Verglichen etwa, wenn man schaut, wie viel reine Vertriebstrainings- oder Projektmanagementkurse angeboten werden. Eine standardisierte Ausbildung zum Business Development Manager ist schon gar nicht zu beobachten. Die mag auch wegen der Heterogenität des Berufsbilds und der Interdisziplinarität der Funktion schwierig sein. Angesichts der zunehmenden Bedeutung der Funktion ist diese standardisierte Ausbildung nichtsdestotrotz erstrebenswert und wichtig. Und legt man den Fokus auf Kernaufgaben und Kernkompetenzen eines Business Development Managers, dann ist zumindest ein homogenes Basismodell für die Qualifizierung möglich. Eventuell sogar in einem nächsten Schritt ein Zertifizierungsmodell, das vergleichbar ist zu heute üblichen Projektmanager-Ausbildungen, für die es ja auch eine Reihe von solchen Zertifizierungsverfahren nach PMI zum Beispiel, PRINCE 2, gibt. Auch das ist für in weiterer Zukunft für Business Development Manager denkbar. Ein solches Qualifizierungsmodell habe ich im Rahmen meiner Managementberatung Winfried Kämpfle Marketing Services für das strategische Marketing entworfen und darauf aufbauend ein Training für Business Development Manager entwickelt. Das Training besteht aus insgesamt 8 Modulen, die ich Ihnen jetzt im Einzelnen vorstellen möchte. Ich bezeichne dieses Qualifizierungsmodell zunächst einmal absichtlich als Basismodell, weil darin erst einmal alle Themen, Aspekte und Kompetenzen behandelt werden, über die ein Business Development Manager verfügen soll. Gleichwohl bietet dieses Modell genügend Raum für Anpassungen oder Erweiterungen, sofern dies vor dem Hintergrund der Teilnehmer und der Anforderungen der Teilnehmer, der Wünsche der Teilnehmer, der mitgebrachten bisherigen Erfahrungen und Kompetenzen der Teilnehmer erforderlich ist. Das erste Modul beschäftigt sich mit der Funktion und den Aufgaben des Business Development Managers, so ähnlich wie in dieser kurzen Einführung
geschildert, nur weitergehend und auch tiefergehend, was die Beschreibung der Aufgaben angeht, um ein tiefergehendes Verständnis dieser wichtigen Funktion des Business Development Managers vor Augen zu führen. Die nächsten Module beschäftigen sich nun mit den Kernaufgaben des Business Development Managers, und zwar zunächst im Modul 2 mit dem Ausbau bestehender Geschäfte. Hier werden alle wichtigen Aspekte behandelt, die dazu beitragen, bestehende Geschäfte weiter auszubauen, wie zum Beispiel die Ausschöpfung des Geschäftspotenzials oder die Erschließung neuer Märkte und Anwendungsgebiete. Auch das Thema Kooperation, Partnerschaften und Allianzen spielt hier eine wichtige Rolle. Im Modul 3 wird die zweite wichtige Kernaufgabe des Business Development Managers behandelt, nämlich die Entwicklung neuer Geschäfte, basierend also zum Beispiel auf der Generierung neuer Geschäftsideen. Das Thema Innovationen, Gestaltung und Steuerung des Innovationsprozesses spielt eine wichtige Rolle. Auch der Aspekt der Geschäftsmodelle, Entwurf und Realisierung neuer Geschäftsmodelle und die Gestaltung des Markteintritts sind hier wichtige Aspekte, die im Modul 3 behandelt werden. Die nächsten Module drehen sich alle um die Verantwortungs- und Kompetenzbereiche des Business Development Managers, und hierzu werden insgesamt 4 verschiedene Rollen definiert, die ein Business Development Manager wahrnimmt. Die erste Rolle ist die des Strategie- und Geschäftsplaners. Im Modul 4 werden alle Aspekte behandelt, die im Zusammenhang mit dieser Rolle von Bedeutung sind, wie eben die Analyse der Ausgangslage des Unternehmens, Formulierung strategischer Ziele, wie ein Geschäftsplan aufgebaut ist und welche Inhalte ein Geschäftsplan hat und wie strategische Handlungsoptionen definiert werden. Wegen der Bedeutung von Analyseinstrumenten, gerade im Zusammenhang mit der Strategieanalyse und dieser Strategie- und Geschäftsplanung, wird hier eigens ein Modul 5 dargeboten, in dem diese Analyseinstrumente, also für die Strategieanalyse, behandelt werden, wie eine Portfolioanalyse, Erfahrungskurven und ähnliche Themen, die im Rahmen der strategischen Planung und des strategischen Managements auch eine große Bedeutung spielen. Das Modul 6 befasst sich nun mit der Rolle des Markt- und Wettbewerbsanalysten. Hier geht es auch wieder um Analysethemen, aber eher um die Analyse des Umfelds, und zwar des Marktumfelds, beginnend mit Markt. Trends und der Prognose von Marktentwicklungen, geht es dann weiter zu Wettbewerbsbetrachtungen. Hier kommen Themen wie Branchen- und Industrieanalysen und natürlich auch Wettbewerbsvergleiche, zum Beispiel strategische Wettbewerbsvergleiche zum Tragen. Die nächste Rolle, die ein Business Development Manager einnimmt, ist die des Projekt- und Programmmanagers. Da wird zunächst ein Strategieprozess idealtypisch dargestellt mit Phasen und Meilensteinen, Phasen, die zu durchlaufen sind, Meilensteine, die zu erreichen sind, im Rahmen der Strategieentwicklung und Umsetzung. Ein wichtiger Bestandteil in dem Zusammenhang ist die Planung der strategischen Maßnahme und natürlich auch die Koordination der beteiligten Stellen, eine Funktion, die ja schon mehrfach erwähnt worden ist, die sehr wichtig ist, dass ein Business Development Manager sie beherrscht, dass er übergreifend, fachgebietsübergreifend, die beteiligten Stellen im Unternehmen koordinieren kann und ausrichten kann im Sinne der Zielerreichung der Unternehmensentwicklung. Die geplanten strategischen Maßnahmen werden natürlich dann umgesetzt, und damit dies zielgerichtet und effizient erfolgt, ist auch ein entsprechendes Projektcontrolling von Bedeutung. Das letzte Modul, Modul 8, behandelt die Rolle Marketing Manager. Wie auch schon mehrfach dargestellt, sind gerade die marktorientierten Funktionen für Business Development Manager sehr bedeutsam. Deswegen werden in diesem letzten Modul diese Themen behandelt. Hier geht es um Markt- und Kundensegmentierung, Bewertung von Marktattraktivitäten, die Frage, wie das Unternehmen positioniert wird, um sich möglichst von der Konkurrenz abzuheben, Wettbewerbsvorteile zu verdeutlichen und vor allen Dingen auch Differenzierungsmerkmale im Sinne von Unique Selling Propositions herauszuarbeiten. Dies ist Gegenstand dieses letzten Moduls 8
die der Business Development Manager im Sinne eines Marketing Managers einnimmt. Für die Umsetzung dieses Ausbildungsprogramms zum Business Development Manager, also für diese 8 Module, biete ich insgesamt 4 verschiedene Optionen an, die sich im Grad der Intensität der Vermittlung der Inhalte unterscheiden und die ich Ihnen ganz kurz vorstellen möchte. Die erste Option besteht darin, dass Interessenten nur die Dokumentation bestellen und sozusagen im Selbststudium die Unterlagen durcharbeiten. Die zweite Option stellt ein Lernvideo dar oder auch zu verstehen als Webinar, wo mündliche Erklärungen zu den Inhalten dargeboten werden. Diese zwei Optionen, Dokumentation, Lernvideo, können jeweils einzeln bestellt werden, einzelne Module, oder als Paket über alle 8 Module. Bei der Bestellung eines Gesamtpakets gibt es jeweils eine Ersparnis gegenüber der Summe der einzelnen Modulpreise. Die dritte Option besteht darin, einen Kurs, also ein Präsenzseminar, durchzuführen, das 2 Tage dauert und natürlich wiederum eine intensivere Vermittlung der Lerninhalte darstellt durch die Gegenwart eines Trainers, der Erklärungen abgibt und natürlich durch die Interaktion mit den Teilnehmern auf Fragen und Bedürfnisse und Wünsche konkret eingehen kann. Die vierte Option besteht darin, dass der Kurs um einen Workshop-Tag ergänzt wird, in dem ganz konkrete Themen und Inhalte aus dem Arbeitsgebiet der Teilnehmer behandelt werden. Hier können auch gleich Ergebnisse und Resultate erarbeitet werden, die die Teilnehmer direkt und unmittelbar in ihrer Arbeitsumgebung nutzen können, sodass auch dies wiederum eine Steigerung in der Intensität und im Lernerfolg für die Teilnehmer darstellen dürfte. Kurs und Kurs plus Workshop sind selbstverständlich nur als Paket insgesamt über alle 8 Module zu buchen. Falls Sie an diesem Trainingsprogramm interessiert sind, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf, mit Winfried Kempfle Marketing Services. Nutzen Sie bitte eine der folgenden Möglichkeiten, Anfragen an mich zu stellen. Sie können entweder per Telefon oder per Fax an mich herantreten oder über die E-Mail-Adresse services@strategie-und-planung.de oder indem Sie das Kontaktformular auf meiner Webseite www.strategie-und-planung.de nutzen. Meine Damen und Herren, das war meine kurze Einführung in das Thema Business Development mit Erklärungen zu Funktionen und Aufgaben eines Business Development Managers, zu Definitionen und Rollen sowie mit meinen Überlegungen zur Ausbildung zum Business Development Manager. Ich hoffe, die Ausführungen waren für Sie von Nutzen und Sie können einiges davon auch in Ihrer eigenen Praxis verwenden. So, nun wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und verabschiede mich von Ihnen, sehr geehrte Zuhörer. Alles Gute und auf Wiedersehen.